schaut bei meinem Stream am 8.9. um 14 Uhr vorbei. Hallo, mein Name ist Livius und heute möchte ich einmal auf meinen Freund und Kupferstecher Benedikt reagieren, auch Villager-TV genannt. Ich habe mir sein neuestes Video rausgesucht und zwar ist das mein erstes Unboxing Hashtag 1. Ich habe kurz reingeschnuppert, die ersten Minuten, und ich würde jetzt sagen, wir fangen direkt an. 5 Likes hat das Ganze, abonniert ihn auch und aktiviert die Glocke, wie ihr schon getan habt. Könnt ihr euch von mir aus auch herunterladen, ich speichere das mal. Ändern, nicht in Affinity Designer, sondern schaut mal, neue Playlist, mache ich mal. Erstellen. Und dann kommt das damit rein. Gut, jetzt ist das Ganze in dieser Playlist drin. Das heißt, wenn ihr das Video auch mal angucken sollt, klickt entweder auf den Link in der Videobeschreibung oder wählt, ja, auf jeden Fall Livius. Oder geht einfach auf die Playlist Villager-TV auf meinem Kanal und schaut euch an. Wir machen jetzt hier weiter. Das Intro, das ist übrigens auch sehr nice, das habe ich mir schon angesehen. Könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen? Sehr gut. So, Villager-TV, da haben wir ihn schon. Und los. Ja, ist das auf YouTube? warte mal, das bin ja ich. Warte kurz, was hat er gesagt? Mal ein bisschen lauter hier den Ton, wenn nicht, mache ich ihn auf iMovie leiser, wenn es für euch zu laut ist. Okay, das Intro nochmal. Okay. Ja, ist das auf YouTube? warte mal, das bin ja ich. Ja. Okay, erster Satz, schon mal komplett in die Hose geschissen, ohne dass ich Benedikt jetzt beleidigen möchte. Ich möchte einfach nur ein bisschen über ihn lachen, es soll halt nicht beleidigen. Und ja, der erste Satz. Wer ist das auf YouTube? oh, das bin ja ich. Bester Satz ever für ein Intro. Naja, wir gucken einmal weiter. Ja, Leute, ich weiß, ich habe länger keine Videos mehr gebracht. Sehr gut. Liegt daran, es waren Ferien. Ja gut, ich habe in den Ferien auch keine Videos hochgeladen. Das liegt daran, dass ich welche gemacht habe. Und zwar von Kreta. Nur leider habe ich da ein Video rausgebracht und dann nicht so viele Aufrufe bekommen. Deswegen mache ich das einfach nicht mehr. Falls ihr Bock auf Sizilien, Italien, was weiß ich. Ich will ja nächstes Jahr wieder in den Urlaub fliegen. Falls ihr darauf mal Bock habt, schreibt doch einfach mal was in die Kommentare mit dem Hashtag Videoidee. Mehr dazu sage ich in meinem Livestream am 8.9., wie ihr im Intro auch schon gesehen habt. Wir labern jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern fangen direkt an. Ach ja, ich habe keine Facecam, weil ich hier mit dem Handy gucke. Genau. Ich will gerade meine anderen Videos schneiden und meine Kopfhörer sind gerade ein bisschen am Arsch hier. Deswegen könnte es sein, dass es hier ein bisschen laut ist, weil das Mikro so nah am Gesicht ist. Egal, wir gucken weiter. Da habe ich natürlich keine Zeit, Videos zu machen. Ja, genau. Ich habe eigentlich ein Video hochgebracht. Vielleicht bringe ich das noch hoch, vielleicht nicht. Export fehlgeschlagen, warum auch immer. Na, egal. Das erzählt ihr mir auch immer in der Schule. Ja, ich will nicht so oft pausieren. Er wollte das Video auch mit mir genießen. Auf jeden Fall. Was hier vor mir steht, ist richtig krass. Ich habe hinten eine Kamera, mit der habe ich noch keine Videos gefilmt. Aber, damit ich mit der auch mal filmen kann, habe ich mir ein nichts Geringeres geholt als ein Stativ. Also, habe ich mir ein nichts Geringeres geholt als mein Stativ. Das ein hätte man rausschneiden können. Habe ich mir nichts Geringeres als ein Stativ geholt. Das ein hätte man rausschneiden können, so mache ich das jedenfalls. Aber wollen wir es ihm mal überlassen. Und das, was ich dann rausschneide, packe ich dann einfach in meine Outtakes. Ach so, nochmal. Heute ist für mich Mittwoch. Also kommt heute um 16 Uhr ein Video raus. Und um 16.30 Uhr kommt ein Infovideo raus. Und dann am Donnerstag kommt wieder eins um 16 Uhr und so weiter. Also ich mache das jetzt so, dass ein Tag Bildung, ein Tag Outtake. Wenn ich keine Outtakes habe, mache ich zweimal hintereinander Bildung. Und dann kommt ein Tag Pause zum Aufnehmen und Schneiden. Und dann kommt das dann an den Tagen raus. Genau, und deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach weiter.
Ich weiß noch nicht, was hier drin ist, aber wir werden das gleich zusammen erfahren. Ich muss es hier mal ganz kurz hinlegen. Sollte passen. Ich klapp mal meine Cam hier ein bisschen runter. Ich sehe es schon kommen. Ich muss so viel rausschneiden. Beziehungsweise nicht rausschneiden, sondern zensieren. Okay, ich sag dazu mal gar nichts mehr. Gönnt euch das Video einfach. Um das zu öffnen, brauchen wir zuerst ein Messer. Ein Messer. Hier ist schon... Guck mal. Schon aufgerissen. Naja, Moment, Leute, falls jetzt die Soundqualität ein bisschen schlechter wird. Ich experimentiere hier gerade ein bisschen rum, dieses Paket zu öffnen. Nicht so einfach. Ich bin ja Qualle der Qualität. Moment. Super gemacht, Benedikt. Geht sich das so aus? Man sollte den jungen Benedikt, man sollte ihn nicht mit einem Messer allein lassen. Das geht überhaupt nicht. Der könnte sich doch schneiden. Ach, jung Benedikt, wer das auch denkt, schreibt es in die Kommentare. Hier muss ich doch schneiden. So. Es ist es. Die meisten von euch, hoffe ich, kennen das. Ich bin's, euer Seemann übrigens. Ich bin's, euer Seemann übrigens. So, ne. Ich werde so viele Memes einblenden, ey. Ich weiß es jetzt schon. Viel Spaß, Leute. So, Oreo-Kekse, okay. Hoffe ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Momentan fühle ich mich noch mit meiner Mac-Kamera, deshalb ist sie ein bisschen asynchron, weil die halt schon ein bisschen älter ist. Vielleicht seht ihr es hier unten hier schon ein bisschen da. Ja. Ich glaube, das hat für euch gerade... Okay, dann laufen. Knallt. Ich muss mal mein Mikrofon hier ein bisschen so nehmen. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Es wurden zwei Dinge bestellt, geliefert. Also, das ist das Baby, worum wir uns heute kümmern werden. Und noch was. Und zwar ist es momentan Jäger. Sah ein bisschen aus wie, ne? Eine Supreme-Hülle. Keine Werbung, Leute. Keine Werbung. Okay, die Supreme-Hülle hat er mir heute gezeigt. Aber, wenn wir nochmal gucken hier. Also. Die meisten von euch, hoffe ich, kennen das. Ich momentan fühle mich noch mit meiner Mac-Kamera, deshalb ist sie ein bisschen asynchron, weil die halt schon ein bisschen älter ist. Ups, hat für euch gerade ein bisschen geknallt. Geliefert. Also, einmal. Das ist das Baby, worum wir uns heute kümmern werden. Und noch was. Und zwar ist es momentan mega in eine Supreme-Hülle. Gary Band, Alter. Okay, das Video ging 22 Minuten. Wer braucht so lange für Unboxing und vor allem ein Paket? Ich verstehe ja, wenn jemand Fanbox bekommt und mehrere Sachen auspackt. Ich brauche für Unboxing eine Sekunde. Hier, ich habe mir das und das bestellt und das Video ist vorbei. Ich werde deshalb wahrscheinlich nur Unboxing machen, wenn ich mal Fanpost zugeschickt bekomme. Dafür habe ich aber noch kein Postfach, weil ich zu wenige Abonnenten habe. Und dann gucken wir weiter. Leute, keine Werbung. Ja, Supreme-Hülle. Kann ich auch nochmal unboxen. Ist, glaube ich, aus Plastik. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Plastik. Müll. Aber das ist das. Okay, Leute. Ich würde sagen, der Benedikt ist doch schon ganz schön Umweltverschmutzer. Der holt sich Handyhüllen aus Plastik. Ich habe auch eine Handyhülle aus Plastik.
Ich habe auch eine Handyhülle aus Plastik. Das ist so ein Mist. Okay, ich habe nichts gesagt. Was uns im heutigen Video kümmert. Es ist das Manfrotto. Manfrotto Pixie. So, wie öffnen Mini hier? Tripod. Das ist ein Tisch. Ein Tischstativ. Ich wollte schon immer so ein Mikrofon haben. Ach so. Ich glaube, das kann man hier aufreißen. Okay, bestes Star Wars Zeug. Also, das will jetzt mal nicht gesagt sein. Aber das mit Bene 3, also da steht ja Bene 3 und die 3 stand für 3 Jahre für die Unwissenden. Ich weiß nicht, ob er es da vorher schon mal gemacht hat, aber wenn er es nur in diesem Video gemacht hat, dann habe ich das vorher gemacht. Und es kann sein, dass er das nachgemacht hat. Bin ich jetzt aber nicht böse mit. Aber nur um zu wissen, also ich weiß nicht, ob, wenn das das einzige Video ist mit Bene 3, dann hat das von mir oder von jemand anderem. Weil ich habe das zuerst von uns beiden gemacht. Will ich jetzt mich aber gerade nicht drauf aufregen, sondern einfach mal loslegen. Weitermachen wollte ich sagen. Auf zu heulen! Wird nicht lang geschnackt. Warum FSK? Ich bin noch nicht 18! Sieht ganz okay aus. Okay, Leute, ich darf jetzt leider nicht weiter gucken, weil Benedikt leider da hingeschrieben hat, FSK 18. In 7 Jahren sehen wir uns dann wieder und ich mache die zweite Folge dieses Unboxings, wenn ich dann auch endlich 18 bin.